Also im Buch Die vier Energien des Führens, Menschenführung mit der Kraft der Elemente von Fritz Hendrich, differenziert er zwischen vier Elemente, die in der Führung, aber auch in der Persönlichkeit des Führers oder des Leaders in der Firma, in der betrieblichen Weiterbildung mitspielen können, zu unterschiedlichen Prozentsätzen. Das erste Element wäre das Feuerelement, das zweite das Wasser, das dritte die Luft und das vierte die Erde. Das Feuerelement setzt Hendrich mit der Durchsetzung gleich und mit dem Machtstreben, entflammen, bewegen, delegieren, motivieren, konfrontieren, sprich mit dem Leadership schlechthin oder auch als Leitspruch, ich will. Also Feuer gilt oder steht für Durchsetzung. Das Wasserelement steht für Einfühlung. Mit den Attributen soziale Kompetenz, Beziehungspflege, Coaching, Teamaufbau, Kooperieren, kurz für Human Development oder als Leitspruch Ich fühle. Das Luftelement steht für die Vision oder auch gemeinsame Vision. Mit den Attributen Risiko, Kommunikation, Kreativität, Innovation und Wissensmanagement. Kurzum für Change Management. Mit dem Motto Ich denke. Und die Struktur steht für das Element Erde. Mit den Attributen Klarheit, Struktur, Zeitmanagement, Systematik, Konzentration und Organisation. Im Englischen mit Strategic Planning betitelt oder auch mit dem Motto Ich führe aus.